Letzten Sonntag, am 1. September, ist bei uns in Basel im Zolli wieder ein Gorilla auf die Welt gekommen. Die Fatama, ein Weibli von uns, das 36-jährig ist, hat am Abend, noch kurz vor der Schließung, ein Jungs zur Welt gebracht. Wir wissen noch nicht, ob es ein Männchen oder ein Weibli ist, weil die Fatama es so gut hebt und immer schön die Hand auf dem Vödli hat, dass wir nicht schauen können, ob es welches Geschlecht es hat. Am Abend, als auf die Welt kam, waren natürlich alle ein bisschen aufgeregt und alle sehr neugierig. Man hat es vor allem am nächsten Morgen gemerkt, sie waren alle ziemlich kaputt, ziemlich müde und haben am nächsten Tag die ganze Gruppe sehr, sehr viel geschlafen. Besonders neugierig ist Makala, die ältere Schwester von dem Neugeborenen, die jetzt 4 war. Sie hat natürlich sofort schauen, was ihre Mutter da hat und was da jetzt neu in ihr Leben gekommen ist. Nach ein bisschen insistieren durfte sie auch tatsächlich mal her und sie sogar dürfen, relativ früh, das Junge mal ganz, ganz sanft mit dem Finger berühren. Und Joas, ein anderes Weibli für unsere Gruppe, hat sogar sehr insistiert, um probiert, das Junge von der Fatama von Nöchem anzuschauen. Es ist das vierte Junge von der Fatama, das sie auf die Welt gekommen hat. Sie ist mittlerweile eine erfahrene Mutter. Sie weiss sehr gut, wie sie mit umgeht und wie sie eigentlich bester Hoffnung, dass alles tiptop wird klappen.